Leute, ich bin's hier wieder, eure Sabrina. Ich befinde mich hier gerade auf den Koppelinseln, hier oben. Ne? Und wie ihr schon im Hintergrund seht, hier stehen die Shire Horses. In allen möglichen Farben stehen sie hier. Und wir gucken uns sie einfach mal ein bisschen aus der Nähe an, falls ihr noch kein Shire Horse besitzt. Ne? So, wir haben einmal hier einen Fuchs. So, ab Level 8 ist er zu reiten, kostet 949 Starcoins, hat 5 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer und 0 Agilität. So, für die Fuchsfans, ich gehe hier auch einmal rum und gucke ihn mir von allen Seiten halt auch an. Ja. So. Am schönsten finde ich halt hier das Weiß in seinem Gesicht, also seine Bläs, die halt hier komplett nicht durchgeht. So, der Rappe. Na, also die Kosten hier, wie ihr seht, kosten 949 Starcoins, kosten die alle, sind alle ab Level 8 zu reiten und bringen halt alle die gleichen Rassebonusmerkmale mit diese 5 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer und 0 Agilität. So, dann gucken wir uns hier mal den Schwatten hier mal an. So, wir sehen hier Beinchen, die wie in Sahne getunkt sind, also Stiefelchen. Er hat hier vom Gesicht her eine große Laterne, einen orangenen Fleck, also für die Orangenhaut, das fleischfarbene halt hier. Und er hat einen großen weißen Fleck hier unterm Bauch, der komplett auf der anderen Seite auch weitergeht. Ne? So, gehen wir hier mal zu dieser grauen Maus. Ich finde das hier bei dem Grau halt sehr schön, diese Äpfelung, die hier drauf ist. Das haben sie halt sehr schön gemacht hier im Fell. Ne? Also da haben sie sich nicht immer bei allen grauen Mäusen so viel Mühe gegeben wie hier. Na, auch hier so ein bisschen wie das Fell halt mehr in die Richtung hier, dann geht zum Popo. Na, sogar hier so ein bisschen ins Gesicht haben sie. An den Ganaschen hier. Na, also wenn ihr guckt, hier so an den Ganaschen, da haben sie ein bisschen auch gemacht. Hier ist auch dieses fleischfarbene Orangene halt am Maul. Haben sie hier auch gemacht. Und halt auch eine lange Mähne dran. Und wie gesagt, kostet auch 949 Starcoins. Hier haben wir einen schwarzen. Der sieht halt so ähnlich aus wie der in Fort Penta, sag ich mal. Und hat halt hier auch. Der hat halt nur weiße Strümpfe, sag ich mal. Also das Weiß ist nicht komplett hier hochgezogen, wie bei dem hier hinten. Und ja, also gehighlightet, finde ich, haben sie nicht sehr viel. Also einfach so, ist halt schwarz. Wer auf schwarze Pferdis halt steht, der ist hier bei ihm an der richtigen Adresse. Seine Besonderheit ist halt seine Blässe, sag ich mal. Die hier oben halt sehr schön ist, dann halt sehr schwarz. Schmal wird und dann nochmal ein bisschen breiter und wieder dann entschmal ist. Er hat halt hier keine fleischfarbenen Nüstern, so wie die anderen drei hier schon hier vorne. Ne? Also der hat das ja hier vorne, der auch und der graue Maus da hinten auch. Und der letzte im Bunde natürlich ein Schimmelchen. So. Wer halt mehr auf weiß steht, der ist halt hier mitbedient. Wobei ich finde, er sieht halt sehr langweilig halt aus. Also da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ne? Also. So. Hat halt hier auch ein bisschen Fleischfarben. Ja, an den Nüstern. Ein bisschen grau, was es ist. Halt, sieht halt schmutzig hier aus. Um die Maulwinkel. Naja. Also ganz so richtig weiß, finde ich, haben sie nicht gemacht. Aber soll halt der Schimmel sein.
So, Dream Dancer hält da hinten ein Nickerchen. Und also, falls euch eins von diesen Tierchen gefällt, könnt ihr hier halt euer neuer Kumpel stehen. Championatstauglich sind sie halt auch alle in meinen Augen. Wobei ich halt natürlich gerne den aus Fort Pinter, den großen, den XXL Shire halt reite. Und ja, das war's denn hier erstmal von mir, hier von der Koppelinsel. Ich zeige euch beim nächsten Mal dann den anderen Koppelinselstall. Es sind ja noch mehr Pferde hier, die ihr kaufen könnt. Es sind ja nicht nur hier die Shires. Und dann bis zum nächsten Mal.